gehört habe, dass er persönlich erscheint. Er ist ja vor den Toren von Frankfurt zu Hause auf dem Schafhof. Da habe ich mich gefreut. Dressurblut der Extraklasse. Bevor ich hier die wesentlichen Eckdaten dieses Helden züchterischer Natur erläutere, genießen wir erstmal sein Defilé. Foundation mit Matthias Alexander Rath. Ja, liebe Züchter, jetzt 12-jährig, dieser Hannoveraner vom Scheitel bis zur Sohle, Fiedertanz di Vito Andiamo, Sie kennen dies geniale Blut. Ich glaube, einer der Gangvererber unserer Zeit, das darf man ohne Übertreibung sagen, bei diesem Herrn, der selbst ja inzwischen zig internationale Grand Prix-Siege seinen eigenen nennt, Sieger in Wiesbaden, in Nizza, Zweiter im Nationenpreis von Falsterbau und alles mit dem Herrn im Sattel, der ihn selber reiterlich dorthin gebracht hat, Matthias Alexander Rath. Ja, und der Vater ist heute Abend auch zur Stelle, Meister Rath. Es freut mich sehr, dass er auch heute Abend hier im schönen Pferden der hannoverschen Hochzucht ist, um diesem besonderen Moment beizuwohnen. Ja, Matthias, du hast uns eine Riesenfreude gemacht. Deine Söhne durften wir bewundern und er selber. Das ist ein züchterisch wertvoller Abend. Ja, dann lass ihn noch einmal tanzen. Ein, zwei Augenblicke begleiten wir euch noch gebannt. Aber wenn der Beat dann losgeht, dann wollen wir unsere Begeisterung auch kundtun. Matthias, wir danken dir. Ein toller Vortrag. Viel Erfolg in der Grand Prix-Saison 2020 mit Foundation. Foundation unter Matthias Alexander Rath war ja schon bereits im Nürnberger Buchpokalfinale und auch im Louis-D'Or-Preisfinale hochplatziert. Inzwischen ist er auf Grand Prix-Niveau angekommen und wir sehen ihn hier in Wiesbaden vor dem Wiesbadener Schloss auf einer der Abschlusslinien des Grand Prix-Spezials, also der schwersten Prüfung, die wir auf Grand Prix-Niveau überhaupt haben. Und hier reihen sich Pirouette, Einerwechsel und noch eine weitere Pirouette aneinander. Mit dem gekürten Hengst Foundation aus Deutschland, from Germany, Matthias Alexander Rath.